Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Das ist jetzt nicht das Ding. Ich weiß noch, was das für Konsequenzen hat, wenn man... Oder? Moment, ich muss gerade... Ja. Genau, ich weiß noch ganz genau, ja. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Tja, das mit dem Keller. Neuer Eintrag wurde im besten. Genau, das muss ich auch machen. Ich werde die ganzen Texte vorlesen, ne? Wie in jedem Let's Play von mir werde ich die ganzen Bücher, die wir finden, die ganzen Codex-Einträge und so weiter, die werde ich alle vorlesen. Die Tutorials nicht. So, Greifen. Ja, halb Adler, halb Katz, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakt zu menschlichen Siedlern wechselten sie jedoch zu einem sehr viel reichhaltigeren und einfacheren zu jagenden Beute. Nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage der nördlichen Königreiche. Besonders verhasst sind die Unterarten Königsgreif und Erzgreif. Wirksam im Kampf, Hybridenöl und Art. Ist ja ganz lustig, wenn man die Hintergrundgeschichte von Witcher kennt. Da weiß man, dass dieser komische Greif nicht halb Wildkatze und halb Adler ist, sondern die ganzen Tiere und Monster kommen ja aus einer anderen... Kommen ja aus einer anderen Dimension, der Witcher. Ich glaube, das erklären wird später, glaube ich, noch erklärt im Spiel. Oder es gibt Codex-Einträge dazu. Um es kurz zu fassen, in Witcher gab es eine Konjunktion, durch die mehrere Welten durch Magie zu einem wurden. Und ganz viele Monster und Rassen und so weiter sind alle in dieselbe Welt gekommen und dadurch ist auch die Magie in die Welt gekommen. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber der Aberglaube ist nun mal, dass Greifen halb Wildkatze und halb Adler sind. Ghule kriechen nachts heraus, halten ihren Leichenschmaus. Lebt ein Schmaus noch irgendwie? Kein Problem, den töten sie. Kinderreim. Ghule und Graveire
Krawail, sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sehen menschlich aus, menschenähnlich, doch tatsächlich sind sie die reinste Negation alles Menschlichen. Sie haben Arme und Beine wie Menschen, doch sie laufen auf allen Vieren wie Hunde oder Dachse. Sie haben menschenähnliche Gesichter, doch nach Zeichen von Erkennen, Vernunft oder auch nur Bewusstsein sucht man darin vergebens. Sie werden nur von einem einzigen Trieb gesteuert, der unstillbaren Gier nach Menschenfleisch. Wirksam im Kampf, Nekrophagenöl. Halte auf der Straße X gedrückt, bla bla bla. Los, Plötze! Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Besiedelte Gebiete, du näherst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Aber nimm alles mit. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit einem Zettel markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und gehört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annähen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Ein netter Hinweis. Lauf, Plätze! Eigentlich ganz schön, wenn man Spiele nochmal durchspielt und solche Hinweise erfährt und dann weiß, langsamer. Wo es da geht. Also solche Hinweise nochmal hört und weiß, ah, darum geht's da. Es fällt einem beim ersten Durchspielen vielleicht gar nicht auf. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Was macht die Katze da? Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Du könntest aufhören, deine Stimme zu verändern. Dialoge handeln durch Optionen, die mit einem Geldbeutel. Ja, ja, ja. Ja, man bekommt ein paar Gegenstände. Ich hatte es richtig im Kopf, genau. Das war nämlich das, was ich im Kopf hatte. Wenn man ihm hilft, ohne Bezahlung zu wollen, kriegt man ein paar Gegenstände, glaube ich. Und noch irgendwas anderes. War es ein Rabatt bei ihr? Ich weiß nicht mehr. So. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon.
Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Ja, ein Hexer muss auch von was leben. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ja. Ich weiß auch, wie man handelt. Dankeschön, Spiel. Also, was haben wir hier? Gewinnkarten. Wie viel Gold habe ich? 250. Naja, Kronen sind das, ne? Kronen war das. Ich brauche Alkohol. Ist. Kostet aber. Ist das alles die teuer? Das ist das. Nee, brauche ich nicht. Brauche was. Essen brauche ich nicht kaufen. Essen kriege ich umsonst. Ja, so war das. Essen regeneriert Vitalität. 50. Ja, so wie jedes Essen, ne? 106, 59. Alkohol brauche ich für Tränke. Hat sie aber auch gar nicht so großartig, ne? Na, Karma Schnaps. Wäre das Billigste, was sie hat. Naja. Dann will ich mal die Gwindkarten kaufen. Einfach, weil ich es kann. Und sonst habe ich nichts, ne? Dass ich verkaufen könnte. Nein, das war's. Okay. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das eine Anspielung auf Geralds Amnesie ist. Ist ja der dritte Witcher-Teil, das heißt, wir werden auch über Geschehnisse sprechen, die aus Witcher 1 und 2 stammen. Nicht so oft, weil Witcher 3 gar nicht so oft Bezug auf Witcher 2 und 1 nimmt. Leider, muss man sagen. Aber Geralt hatte am Anfang Witcher 1 sein Gedächtnis verloren und das am Ende von Witcher 2 zurückbekommen. Also hat er auch Yennefer vergessen. Danke für alles. Das ist witzig. Ist mir beim ersten Mal spielen auch nicht aufgefallen. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Isimir ist übrigens um die 300 Jahre alt. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Dromle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Das wirst du wohl selber machen. Bei Optionen, die mit... Ja, dem Dreieck parkiert sich jetzt ein Axi-Zeichen ein. Damit kann ich Leute täuschen, ist allerdings auffällig. Verschwendete Worte. Für euresgleichen habe ich keine Zeit. Schlau. Wir für deinesgleichen auch nicht. Andere kriegen das mit, wenn man Axi wirkt. Logischerweise. Können wir nochmal mit ihm reden? Ja, ne? Aber ich kann ihn später auch noch machen. Nochmal. Es gibt 4 Farben. 4 was? Farben, Gruppen, Sorten.
wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Das ist easy. Quint ist easy. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Ja. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zu Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Mhm. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. So. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ja, leider hat er recht. Das sind wirklich im Großen und Ganzen Nichtigkeiten. Ne? Das ist nicht gut. Aber ein Krieg, der Jahre dauert, da ist halt der Rest, was während dem Krieg passiert, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber für einen Gelehrten ist er ziemlich doof. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ja, weil Novigrad ja auch so frei ist, ne? Die freie Stadt. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwint? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ich will abgezogen werden. Hm, warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Möchtest du das Gwint-Tutorial beginnen? Ja, ich glaube, besser wär's. Gwint ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Jeder kennt Gwint, glaube ich. Jeder kennt Gwint oder auch Gwent. Wie es im Englischen ist. Oder im Polnischen? Nee, im Polnischen und im Deutschen ist es Gwint, ja. Im Englischen ist es Gwent, warum auch immer. Du beginnst, also ich hier. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue 0 von 2. Du ziehst zu 10 Karten, das ist in einem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setze diese 10 also klug ein. Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenstärke. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke ein. Wird die Karte auf dem Schlacht platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt. Es ist ein Kampfreihen-Symbol der Einheit. Das Zügel zeigt die Schlachtfeldreihe an, der die Karte gespielt werden. Kampf-Nahkampf, Fernkampf-Belagerung. Das weiß ich auch noch. Das ist eine Spezialkarte. Das zeigt die Fähigkeit an. Hier gibt es noch Sonderkarten. Die kenne ich auch noch. So.
Das ist das Schlachtfeld, das ist das Schlachtfeld. Jeder Runde zieht ein Spieler eine Karte. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Das weiß ich auch noch. Drücke X um eine Karte. Genau. Du bist am Zug. Also, ich konnte jetzt gar nichts raustun, ne? Schweinerei. Also, was habe ich hier? Redanischer Fußsoldat, redanischer Belagerungsexperte, verstärkt alle Einheiten in der Reihe plus 1. Ich muss ja sagen, gewinnt habe ich im Let's Play nie gespielt. Also im letzten. Also im ersten Let's Play. Aber privat dann. Also, ja. Und ich finde, das gewinnt im Witcher 3 Hauptspiel besser als das Gwent-Kartenspiel, das sie dann abseits von dem Ding gemacht haben, weil Gwent war ja extrem erfolgreich. Ja, ja. Ich habe relativ viele Fernkämpfer, ne? Sowas. Oh nein, er hat auch einen Fernkämpfer. Naja, was ich sagen wollte, ich fand das Gwent im Hauptspiel, also Gwent im Hauptspiel von Witcher 3 fand ich besser als das Kartenspiel, das hier abseits vom Hauptspiel veröffentlicht haben. War das hier? Nahkampf, genau. Ich weiß nicht, da haben auch diese Kampfreihen gefehlt. Da konntest du jede Karte irgendwie auf jedes Feld tun. Schweinerei. Das fand ich irgendwie doof. Wie oft will er das hier eigentlich noch machen? Ne, das ist eine Belagerung. Belagerung kann er gar nicht. Hä? Wenn ich weiter Karten raussau bis zum geht nicht mehr, dann werde ich keine Karten mehr haben, bevor er keine Karten mehr hat. Egal. Aber das Free-to-Play-Spiel fand ich einfach nicht so gut. Ja, komm jetzt. Passen. Er wird jetzt wahrscheinlich eine Karte bringen, damit kommt er auf 18. Ja, die hat er gewonnen. Nilfgaard gewinnt ein Unentschieden. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Kriegt eine Karte dazu, glaube ich. Hat trotzdem eine Karte weniger als ich. Nee, er kriegt keine Karte dazu. Ach, das kommt auch auf die Fraktion an, ne? Ich glaube, das nördliche Königreich kann eine Karte ziehen beim Sieg. Nilfgaard glaube ich nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Du Pleb! Ich hab nur Fernkämpfer und Belagerung. Ja, ich hab gewonnen. Er hat keine Karten mehr. Jetzt passe ich noch. Und das Ding ist gewonnen. Ich muss sagen, Gwent war im Hauptspiel irgendwie auch zu einfach. Genau, der Norden zieht eine zusätzliche Karte. Aber irgendwie mochte ich das Free-to-Play-Ding nicht. Ich weiß nicht genau warum. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Das ist schon wieder diese Katze. Die frisst den Käse. Oder Kuchen? Gewinn, ein Wunderleitfaden. Der Foliant in deinen Händen, in Auftrag gegeben vom allerdienigsten Herzog de Berry, verdient sich Magie der geheimsten Sorte, um zu zeigen, welche Gwent-Karten derzeit in der Sammlung fehlen. Das wurde reingepatcht. Oder kam im Melon.
weiß gar nicht, eins von beiden. Du musst sie nur öffnen und denken, wie wäre es mit einer Partie Gwind? Dann erscheint folgendes. Wählen 47, Novigrad 34, Skellige 28, Königliche Burg, Wisima 1, Kermohin 1. Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnlichen Fertigkeiten gewonnen werden können, 47. Ja, und zu Ende des Let's Plays werden wir haufenweise nördliche Königreich-Karten haben. Und kaum von irgendwelchen anderen Fraktionen. Jennifer's Brief. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht an dein Befinden, nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns sobald wie möglich treffen. Reite nach Weidensdorf. Nach Weidendorf bei Wisima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, bis wieder ungeduldig. Kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig oder noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. Das ist Käse. Katzen sind laktoseintolerant. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Das glaube ich kaum, aber okay. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Keine Antwort. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Nein. Also mir persönlich nicht. Wie es da um Geralt steht, weiß ich doch nicht. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Er ist verschwunden. Ach, halt die Schnauze, Katze. Jetzt reicht's aber mal. Ist was in meiner persönlichen Truhe eigentlich? Weil die wurde auch dazu gepatcht. Das weiß ich auch noch. Die gab's im Hauptspiel auch nicht. Das Lager. Du kannst Waffen, Rüstung und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Bla, bla, bla. Da war, glaube ich... War da irgendwas drin? Nein. Doch, Tatsache. Was? Nein. Nee, da ist nichts drin. Genau, das ist ja mein Inventar hier und auf der anderen Seite ist das Lager. Das Lager ist leer. Also rechts ist das Lager, rechts war leer. Ach, halt die Schnauze, Katze! Darum sind Hunde besser als Katzen, sagt der Kerl, der selber eine Katze hat. Ja?
Was ist denn, Wolf? Wir müssen reden. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Interessant. Bis später, Wesemir. Das ist ja immer ganz witzig, weil Geralt in den Büchern, ich glaube im letzten Buch, das ein paar Jahre vor Witcher 1 spielt, als 50 beschrieben wurde. Oder ich glaube, der Autor hat es gesagt, dass er 50 war im letzten Buch. Ich glaube, im Buch wurde das selber nie erwähnt. Naja. Egal. Ausgetrunken! Nee. Ich hab gar nichts getrunken. Fällt mir da rein. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Schon wieder diese Katze. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Ah, der erste Schlag gehört ihm. Der kann ja wirklich auch nichts. Und der letzte, komm her, Bauer. Boah, es macht so viel Spaß, gegen Bauern zu kämpfen. Welche Herausforderung. Hat's wehgetan? Ist ja gut. Ja, reicht schon. War nett, euch zu treffen. Kann ich die ausrauchen? Nein, schade. Na gut, komm, Plötze. Wir haben noch zu tun. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine, bla bla bla. Und alle drei. Hey! So. Das ist schon wie schön. Langsam. Bringst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Vollidiot. Er feiert und singt, Kaiser F hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Von den Bäumen gefressen. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Chetty. Hör mir gut zu. Du tust das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Chetty. Aber er ist mein bester Freund. Chetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Das ist das schön. Das letzte Mal, oder das erste Mal, als ich Witcher gespielt habe, das war ohne irgendwelche Patches. Ich glaube, es gab einen Day-One-Patch. Und das hat geruckelt wie Sau. Also es lief nicht gut ohne Patches. Das haben sie eigentlich alles gefixt. Ich glaube, der aktuellste... Das ist irgendwie seltsam. In den Kommentaren vom alten Let's Play stand, der aktuelle Patch wäre 1.62. Aber ich spiele auf Erden sind 1.60. Und das ist die aktuelle Version, die es auf der PS4 gibt. Aber es kann sein, dass 1.62 auf der PS4 einfach nicht nötig war, weil das irgendwie... irgendwas Spezifisches auf PC oder Xbox war. Egal. Freiwillige gesucht, auch Befehl. Aber es ist, weiß ich nicht, was ich sagen will, es ist einfach schön, Spiele nochmal zu spielen. Und irgendwie auch traurig, dass man es sagen kann, wenn sie einfach rundlaufen, weil sie schon ein paar Jahre draußen sind und
ja, die ganzen Bugs und Bildratenprobleme und so weiter gefixt wurden. Also es läuft einfach sauber unterdessen. Ein bisschen schade, dass es zum Release nicht so sauber lief, wie es jetzt tut. Naja, vor allem die Suchbefehl von Kommandant Peter sah Gwynleve sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre, hier war Emrys, Dreit, Deidwen, Adan, Inkarn, Eb, Morwut dienen zu dürfen, der höchste Lohn. Nach der Entschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichend Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Nilfgaardischer Unterricht. Heil, Herse, bla bla bla. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernanfang. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Ernest von Vicovaro. Zusatzration. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armeen des Dorfs wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfängern abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Die Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Bias soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflügt. Progget. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastien ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich fürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dun Wildenwert, da sind wir vorbeigeritten. Mit Wesemir zusammen. Vor dem Greifen, glaube ich. Auftrag Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Gezeichnet Odolan. So, das hat jetzt neue Orte auf der Karte markiert und ein paar Quests gegeben. Ja, ist gut. Ja, ich weiß auch, wie man eine Karte bedient. Danke, Spiel. Das sind jetzt noch ein paar Fragezeichen mehr, als ich in Erinnerung hatte. Und ich werde die wahrscheinlich nicht alle abklappern. Einfach weil das zu viele wären. Aber ich werde... Was war das? Ach so, Auftrag halt. Immer schön alles plündern. 50 Jahre Arbeit durch den Schornstein. Nö, was hat Geralt? Das ist schön. Ich habe mir ihre Brote gegessen. Irgendwas in Geralds Bewegungsreaktion war gerade seltsam. Was soll ich machen zum Teufel? Was? Ach, genau das war das. Nee. Ach, egal. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde.
dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Scheiß Rassisten. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Dann wollen wir mal den durchgeknallten Brandstifter suchen. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren und Schätze. Diese Orte sind auf der Minikarte, bla bla. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die ganzen Sachen überhaupt brauche. Also die ganzen Kräuter und so weiter. Aber ich nehme die trotzdem mal mit. So.